Hallo, ich heiße Mala Ullal und bin indischer Abstammung. Mein Vater ist Inder, meine Mutter ist Amerikanerin und ich habe Teile meiner Kindheit in Deutschland, im Schwabenland, verbracht. Inzwischen bin ich die Geschäftsführerin der Vervelan GmbH und wir machen interkulturelle Erwachsenenbildung. Gerade komme ich auch aus Mumbai, Indien, zurück, wo ich wieder viel erlebt habe. Und zwar auch zu dem Thema, dass Bildung in Indien eigentlich was ganz anderes bedeutet als hier. Das hängt damit zusammen, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt und diejenigen, die sich besser ausbilden wollen, tendenziell eher ein akademisches Studium als eine Ausbildung machen. Das heißt, die handwerklichen Berufe gehören eigentlich eher zu den Jobs, die einfachere Menschen machen. Das heißt für sie, dass es ganz wichtig ist, wenn sie im Ausland erfolgreich sein möchten, dass sie sich etwas mit der Kultur auseinandersetzen. Denn das, was sie hier erleben und erfahren, was sie denken, funktioniert womöglich im Ausland nicht so gut. Historisch gesehen ist Indien eine Händlerkultur im Gegensatz zur deutschen Handwerkerkultur. Das heißt, alte Handelsrouten liefen über Jahrhunderte durch Indien hindurch. Aus diesem Grund sind auch heute noch die Handelsberufe interessanter als die Handwerksberufe. Nichtsdestotrotz ist Indien ein großer aufstrebender Markt mit vielen, vielen Fachkräften, die ausgebildet werden müssen. Deutschland steht in Indien für Qualität. Made in Germany ist in Indien ein Qualitätssiegel, was große Anerkennung genießt. Die indische Kultur hingegen steht für Improvisationsstärke. Natürlich ist das auch wieder ein bisschen Schubladendenken. Wie es sich mit Bildung und Kultur tatsächlich oder was Bildung und Kultur, wie das tatsächlich zusammenhängt, finden Sie am besten selbst raus, indem Sie sich im Bildungsexport engagieren. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Erkunden der eBEX E-Learning Plattform. Tschüss!